Willkommen zurück hier bei Ingames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Metal Gear Rising und sind im letzten Part. Ja, wir haben den Sam, haben wir besiegt, diesen Typen da mit diesem ominösen Schwert, was unheimlich schwer war. Und sind mit dem Space Shuttle hier hingelangt, wo wir Wolf schon sehen, wie er der abhaut da hinten. Der scheint schon sich einen Weg zu bahnen, wohin auch immer er gehen wird. Oh, das scheint auf jeden Fall irgendwas mit einer linken Hand zu sein, oder... Könnte auch was anderes sein, aber ich definiere mal, oder ich schätze mal auf eine linke Hand. Weil bis jetzt war das Blinken immer eine linke Hand. Und da sehen wir auch schon Gegner, also habe ich richtig gelegen. Also Raiden hat die linke Hand gesehen, bevor der Typ überhaupt da war. Das nenne ich mal ein Können. Ist hier irgendwas? Eine Kiste? Die nehme ich doch mal erstmal an mich. Ach, das ist eine Ausrüstungskiste. Ich habe jetzt eigentlich an was anderes gedacht, aber egal. Da hinten ist noch eine Kiste und hier ist was zum Zerschneiden. Das ist ein großer Typ hier mit der Kiste. Ich gucke mal einmal kurz, meine Energie ist komplett voll. Dann dürfte das hier kein Problem geben. Der steht hinter der Mauer, okay. Das ist natürlich blöde, weil ich so wenig an ihn rankomme. Wenn ich mich hier verstecke, sieht er mich? Anscheinend nicht. Ich kann ihn da hinten nicht umbringen, ich kann ihn nicht umbringen, ich werde von allen gesehen. Das ist natürlich sehr schlecht. Jetzt bewegt er sich auch noch. Zack. Ich wollte eigentlich seine linke Hand haben. Kann ich nicht. Komm schon, ich will deine Einheit haben. So. Danke. Noch Gegner. Oh, da ist einer. Komm schon. Danke. Ja, das ging nochmal gut. Hier war die Kiste. Einmal öffnen. Rang A. Rang S? Ihr verarscht mich, oder? You see that? Their EXIF codes show up as unaffiliated. Wait, Marshall has the security contract for the space. Why would they have their cyborg set to the same illegal EXIF code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the Desperado Marshall connection, won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain-jacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into. Not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. At least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the US military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. Ja, was ich immer noch nicht verstehe, wir haben den Rang S bekommen. Also bis jetzt war das höchste erst A. Und wenn es wirklich den Rang S geben sollte, dann... Wow, dann hätte man definitiv viel mehr Möglichkeiten, als ich zu Anfang gedacht hätte. Aber schön, dass ich zumindest einmal den Rang S bekommen habe. Ist leider keine Trophäe wert. Ich habe schließlich keine erhalten. Aber zumindest bin ich dankbar dafür. Eine Nanopaste, die ist auf jeden Fall gut. Ich habe nämlich nur noch eine. Und zwar die, die ich jetzt gerade aufgesammelt habe. Ich sehe schon, dass eine ganze Menge an Gegner da hinten auf mich wartet. Also zumindest auf dem Radar. Komm, hier rüberspringen. Einmal, ach komm.
There is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Wie, keine Zeit zu kämpfen? Das ist doch gemein. Hat irgendjemand eine linke Hand? Er hat eine linke Hand. Hallo, ich kann ihn doch nicht... Ja, toll. Gib mir deine linke Hand. Ich will deine linke Hand. Hier, ich schneide, ich schneide. Ich komme nicht an deine linke Hand, oder wie? Lass mich in Ruhe. Ich wollte ihn jetzt betäuben, verdammt. Ach, jetzt kommt er an und... Na, jetzt mal ganz ruhig, Kollege, du da hinten. Ich will den hier mit der Panzerfaust kriegen. Ja, das bringt nichts, die sind noch zu sehr gepanzert. Nein, 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 nein. Lasst ihn am Leben. Ich brauche seine Hand. Verdammt. Warte, du bleibst am Leben. Ich muss mich hier erstmal aufladen. Nein, 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 nein. Ja, mein Leben ist mir jetzt gerade egal. Ich will diese Hand haben. Nur deswegen... Nein, ich will deine Hand haben. Alles umsonst. Und das nur wegen dir, du Idiot. Jetzt nehme ich mir deine Energiezelle. Was? Angriff mit tödlicher Waffe? Na, was auch immer das bedeuten soll. Da hinten ist auf jeden Fall eine Kiste. Die nehme ich mir mal. Da oben habe ich eine Kamera gesehen. Zack, erledigt. Da ist noch eine. Erledigt. Da ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kamera. Oh, den kann ich doch sicher heimlich eliminieren. Da ist auf jeden Fall noch einer mit einer Hand. Komm schon. Erfasse ihn. So. Ups. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Ja, toll. Nein, ich wollte eben nicht die Nanopaste. Ich wollte erstmal hier ihn absorbieren. Verdammter Mist. Danke. Der Große ist das wieder mit der Hand. Dann brauche ich dich erstmal erledigen. Oh toll, jetzt gibt es aber zwei Große hier. Das ist doch nicht wahr. Geh mir weg. Sag mal, bin ich euer Bimbo oder was? Na, das hat wohl nicht ganz geklappt. Nein, ich wollte doch seine Einheit. Du bist sowas von ein Idiot, weißt du das eigentlich? Und ich bin gleich tot. Das weiß ich. Nein. Er hat den linken Arm, aber das ist mir gerade irgendwie sowas von egal. Nein, ich will hier weg. Geh mir weg. Ja, ihr greift zu zweit. Oh nein, ich komme hier noch nicht mal raus. Jetzt. Ja.
So. Sein Torso jetzt aber. Nein, 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 bleib hier. Wo bist du? Verdammt. Jetzt kam ich an ihn auch nicht mehr ran. So, erstmal deine linke Hand abschneiden. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Wollte er jetzt nicht kämpfen oder was? Nee, ich wollte den Modus aktivieren. Erstmal die Kamera hier zerstören. Ich war doch irgendwo noch eine Kiste, die habe ich gesehen gehabt. Wo waren die jetzt? Da. Ein Holochip. Wofür der gut ist, weiß ich immer noch nicht. Also nicht so wirklich. Hier ist eine Leiter. Treppe. Die führt zu nichts. Ich muss was gegen meine meinen Energieverlust. Ist es noch eine Hand? Meine Güte, aber gut, wenn es 30 Stück geben sollte und so viele habe ich ja noch nicht. Also ich habe ja mehr abgehackt, als ich liegen gelassen habe. Das stimmt ja. Aber dennoch, das ist mir alles zu riskant langsam mal. Ich gehe mal hier da lang. Ich hoffe, ich kann hier die Kisten hoch und dann hoffe ich, da ist irgendwie eine Nanopaste oder irgendwas ähnliches drin. Ausdauer, ja, das ist auch gut. Ist sogar zum Teil noch besser. Obwohl ich eine Nanopaste auch nicht abgeneigt wäre, aber was soll's. Man kann ja nicht alles haben. So, durch das Gitter hier kann ich mich schneiden, aber... Oh. Ich begebe mich hier hin. Und jetzt hole ich mir die linke Hand von dem Typen hier. Wo ist er denn? Hier lief doch einer die ganze Zeit lang. Ach, da ist einer. Der ist außerhalb. Ja, dann muss ich erstmal jetzt hier runter. Was? Da ist noch eine Kiste. Die habe ich gar nicht gesehen. Kiste aufmachen, bitte. Hallo? Was haben wir hier? Nanopaste. Haben wir sogar beides bekommen hier. Hier ist auch noch eine Kiste. Einmal öffnen, bitte. Nochmal Nanopaste. Sehr schön. Das heißt für mich aber auch, hier kommt bestimmt gleich ein Endgegner oder sowas. Weil sonst würde ich nicht so viel Nanopaste erhalten. Oh. Noch haben sie mich nicht gesehen. Schnell. Ja, jetzt verfolgen die mich, oder wie? So, und jetzt guckt der nicht mehr. Jetzt kann ich ihn attackieren von hinten. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, Raiden. Der da oben hat mich auch nicht gesehen. Und das ist auch eine große Einheit. Was fragt er sich denn? Scheint sich über irgendwas unsicher zu sein. So, warte, 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 nicht umdrehen. Zack. Noch irgendjemand hier? Nein. Ja, gegen dich wollte ich eh kämpfen. Denn, wow. Kollege, so aber nicht. Ich muss mal eben deinen Arm... bearbeiten. Könnte ein bisschen wehtun. So. Hä? Ich sehe nichts mehr. Habe ich jetzt seinen Arm abgeschnitten oder nicht? Warte mal bitte. Ich brauche das hier. Ja, ich sehe schon, was du vorhast. Na komm. Jawohl. Ich dachte schon, das würde gar nicht mehr gehen. Ach, er ist aber auch erledigt. Und ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Hände ich habe schon. Das hätte ich auch gerne gewusst. Ach,
Okay, ich kann solche Sachen hier zerstören, aber da ist ja nichts drunter oder so. Warte mal, hier ist ein Karton. Hä? You know, there's a rumor the MIBs come from Area 51. Habe ich dich jetzt zerstört oder? Ich bin war ein bisschen Das war ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, warum verstecken die sich in Kartons und ich kann damit nichts machen? Gut, entdeckt habe ich sie, aber das war's ja auch schon. Ich habe ja noch nicht mal eine Trophäe jetzt dafür bekommen. Ha. Ansonsten, ich habe gedacht, hier wäre ja noch irgendwo eine VR-Mission oder so, aber scheint ja auch nicht der Fall zu sein. Oh, jetzt kommt eh eine Sequenz. It isn't Saucy Jack. Just a little too late, as usual. Armstrong. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Private, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just a spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value. The economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed.
We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of a patriots now! We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession it's been stuck in since the fall of SOP. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? BMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. Oha, was ein Spielzeug. Also ich bin schon mal froh, dass ich hier mit... dass ich hier mit Raiden ran muss und nicht mit Snake. Also ich glaube, mit Snake hätte ich hier arge Probleme. Ich denke, Raiden hat da doch viel mehr Fähigkeiten zur Verfügung. Entschuldigung. Aber ich denke auch, mit Raiden wird das extrem schwer werden. Und ich bin mal gespannt, wie der Kampf jetzt, ja... sein wird. Also ich habe 2 Nanopasten, wenn ich mich recht erinnere, 190% Ausdauer. Das ist nicht gerade viel. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Nanopasten nur zu 100 regenerieren. Also habe ich insgesamt 390. Ich wünschte, ich hätte mehr. Auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein, wie der Kampf ausgehen wird. Ich hoffe, ich kriege das nächste Part hin. Nicht so wie bei Sam mit seinem Schwert, dass ich da mehrere Versuche brauche und andauernd verrecke. Ich gebe mein Bestes und hoffe, ihr schaltet auch wieder ein, wenn es heißt, wir kämpfen mit Raiden gegen dieses neue Metal Gear Modell bei Metal Gear Rising. Bis dahin.